Das ist ein Thema, das an keinem von uns vorbeigehen sollte. AI-Agents. Warum sind die relevant, wenn wir an die KI-Anwendungen denken, mit denen wir heute arbeiten? Wie unterscheidet sich ein AI-Agent von dem, was ich in ChatGPT mache oder Copilot? Und was hat das mit meiner Arbeit zu tun? Das ist das, was wir uns in diesem Video anschauen wollen. Ihr werdet verstanden haben, was genau ist ein Agent, wie funktioniert er, wie grenzt sich das ab von klassischen Automatisierungen und dem, was ich mit ChatGPT mache. Deswegen bleibt dran, es bleibt sehr spannend und auch dann, wenn ihr nicht eine Zeile Code in eurem Leben geschrieben habt. Okay, wo kann man anfangen? Wie kann man das Ganze verstehen, wenn man bisher nur ChatGPT oder Copilot benutzt hat? Also stellt euch folgendermaßen vor. Level 1 wäre, ihr gebt einen Prompt in ChatGPT und bekommt euer Ergebnis. Und das Ergebnis ist gut oder schlecht, je nachdem, wie gut euer Prompt ist. Mit einem wirklich guten Prompt kriegt man schon, ehrlich gesagt, fast alles gelöst. Also in den meisten Fällen gucke ich drauf und stelle relativ schnell fest, dass es nicht gut gepromptet. Und viele Leute denken, sie können es schon, aber lohnt sich zu üben. Das ist das Einfache. Das heißt, ihr nehmt eine E-Mail, sagt zu ChatGPT hier, das ist mein Problem und so weiter, gibt es rein, kriegt euer Ergebnis. Händisch, macht euch persönlich sehr schnell, cool. Level 2. Ihr bekommt eine E-Mail. Diese E-Mail wird automatisch an ChatGPT gegeben oder ein GPT im Hintergrund. Dieser GPT gibt diese E-Mail weiter an den nächsten, an den nächsten, an den nächsten und die durchlaufen verschiedene Schritte. Meinetwegen, also bei uns läuft das teilweise schon so in Experimenten, die wir durchführen. E-Mail kommt rein, es wird das Thema rausanalysiert, die Frage geht ans CRM, das CRM spielt etwas zurück, es wird eine Antwort formuliert, es wird nochmal gegenrecherchiert, Ergebnis kommt. Das sind jetzt schon mehrere Schritte hintereinander. Das ist dann KI-Automatisierung oder das, was man eben von Zapier kennt oder Make.com oder N8N. Da gibt es ganz viele Plattformen, die das ermöglichen. Und jetzt wird's spannend. Jetzt kommt der dritte Schritt. Das Stichwort AI-Agent werdet ihr in dem Kontext immer wieder in den nächsten Wochen in der Presse hören. Das ist der Hype, der sich gerade aufbaut. Ich bin ja immer ein großer Freund davon, das einmal sauber einzuordnen. Ist das wirklich ein Hype oder nicht? Ich würde sagen, it's a bigger thing than we think. AI-Agents machen jetzt Folgendes. Eine E-Mail kommt rein. Oder ein Thema oder ein Problem oder was auch immer. Und ihr habt hier einen Haufen an verschiedenen kleinen Agents, die Dinge tun können. Und im Hintergrund mit Large Language Models verstehen die halt auch einfach menschlichen Input. Hey du, ich habe hier eine E-Mail reinbekommen, keine Ahnung, was ich damit machen soll. Und jetzt können diese Agents eigenständig entscheiden, ob sie einen anderen Agent damit beauftragen, etwas zu tun. Und der kann das wieder zurückgeben und der kann es zum nächsten geben und vielleicht zu einem, der den Text nochmal gegenliest und einer, der nochmal genau kontrolliert und so weiter. Und diese Agents können autonom Sachen hin und her geben. Das nennt man dann einen Swarm, einen Agent Swarm. Large Language Models werden dann besser, wenn ihr Aufgaben in kleine Teile zerlegt. Jetzt stellt euch nur vor, ihr müsst das nicht machen, sondern das Modell macht das alleine. Und jeder dieser Agents, wenn ihr da mal so reinschaut, hat gewisse Instruktionen, Instructions nennt man die. Das ist eigentlich nichts anderes als ein Prompt, der dahinterlegt ist. Und nach dem Motto, du bist ein Agent, der ist darauf spezialisiert, in Sales-Anfragen den Ton zu erkennen. Ist da jemand gestresst, was auch immer. Und übrigens, damit du das gut kannst, hast du hier, und das ist das Zweite, was sie haben, ein Tool, eine Wissensdatenbank im Hintergrund, auf die du zugreifen kannst mit unseren alten Fällen, an denen wir trainieren. Das ist wie ein Agent, den ihr geschult habt, genau das zu tun. Das funktioniert extrem gut, jetzt schon. Bevor ich es vergesse, wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, denn das ist hier alles ohne KI generiert, das ist so echt so richtig tief, ne? Hier drin, menschlich, hier kommt's raus, das ist mir total heilig und wichtig, dann würde ich mich wahnsinnig freuen und das ganze Team übrigens auch, wenn ihr den Kanal abonniert, die Glocke einschaltet, damit ihr auch über neue Videos benachrichtigt werdet, denn das bringt uns nach ganz vorne und macht uns große Freude, weiterzumachen. So, jetzt geht's weiter mit den Agents. Das wäre ungefähr so, als wenn der eine jetzt sagt, hey, jetzt wäre es so richtig gut, wenn jetzt der Recherchebot nochmal draufschauen würde. Oder vielleicht gibt es sogar einen Manager-Agent, der sagt, Achtung, dein Ergebnis ist okay, aber ich möchte, dass jetzt nochmal der Recherchebot draufschaut. Das ist so krass, was damit möglich ist, weil genauso wie wenn ihr einen Prompt in ganz viele einzelne Schritte zerlegt und das Ergebnis deutlich besser wird, das ist das, was wir aktuell mit dem Modell O1 Preview bei OpenAI sehen, anderes Video, dann könntet ihr euch vorstellen, wenn man ein komplexeres System, was eine Firma zum Beispiel ist oder ein Team, in ganz viele Agents zerlegt, die an bestimmten Themen arbeiten. Und je mehr es davon gibt, weil ihr könnt ja Tausende davon haben, dann seid ihr sowas wie der CEO von euch selbst mit Tausenden von Agents und ihr führt auf einmal sehr viele von diesen einzelnen Agents, die dann Dinge für euch autonom erledigen können.
Der Begriff AI Agent ist nicht neu. Es gibt von Andrew Ng eine Präsentation, dieses Jahr, letztes Jahr, ich weiß nicht, er hat das schon länger gemacht. Es gibt ChatDev, es gab Hugging GPT, glaube ich, auf der Hugging Face Plattform. Also es gab schon viele Versuche, Agents zu organisieren. Jetzt gibt es aber nun mal einen sehr dominanten Player in dem ganzen KI-Bereich, das ist OpenAI. Und ich habe vor einer Woche an einem Freitagabend mit Freunden von mir zusammengesessen und habe plötzlich ein Release gesehen von OpenAI auf GitHub, der Entwicklerplattform, wo ein bedeutsamer Mitarbeiter mit einem Team von OpenAI dort einen Code veröffentlicht hat für eine Anwendung von Swarms, also Agent Swarms. Diese Agents haben Aufträge, genau wie ich es gerade beschrieben habe, haben Instructions, können auf Tools zugreifen, können auf die OpenAI-Plattform zugreifen und können mit ein paar Zeilen Code eingebaut werden und, Achtung, haben diese Handoffs zum anderen Agent eingebaut in dem Code. Wenn ihr sagt, ich kann aber nicht coden, ich weiß nicht, wie es geht, ey Leute, es gibt jetzt Cursor, es gibt ganz viele Dinge, ihr könnt mit einem einfachen Prompt Code erzeugen und ich habe es am Wochenende probiert und es funktioniert sogar. Das heißt, dieses Prinzip, was ich vorher erklärt habe mit meine Aufgabe kommt rein und ich brauche jetzt irgendwie 10 Agenten, die das Ganze lösen. Überlegt mal bitte, welche das sind, was die an Wissen brauchen und so weiter. Gebt die an die KI, kriegt ein Ergebnis und habt in einer Datei, in einem Verzeichnis, ein fertiges Programm, was euch das löst. OpenAI hat bewusst gesagt, das ist noch nicht für die Produktion gedacht. Das ist nur zum Testen, nur zum Lernen, nur zum Spielen. Aber allein die Tatsache, dass die das veröffentlicht haben und man damit arbeiten kann, zeigt für mich ganz klar, in die Richtung geht's. Microsoft hat jetzt gerade verkündet, dass sie eben auch in Copilot Studio auf Agents setzen. Google hat Anfang des Jahres schon einiges dazu gesagt. Aber so wie es jetzt in Code integriert wäre, heißt es für mich, der nächste Schritt an App-Entwicklung geht in diese Richtung. Das heißt, wir werden vermutlich in den nächsten Jahren erleben, wie wir CEO unseres eigenen Agent Swarms werden, der für uns Dinge tut. Ich finde das ziemlich krass und ich erkläre euch jetzt, warum ich glaube, dass das demnächst sogar eingebaut wird. Sein wird in den Systemen. Und wenn wir jetzt den Blick in die Zauberkugel noch mal ein bisschen nehmen, warum ist das noch nicht in ChatGPT integriert? Und ich glaube, da lohnt es sich total, einmal wieder einen Schritt Abstand zu nehmen. Es gab auch schon vor ChatGPT Möglichkeiten, mit Large Language Models zu interagieren. Das hatten wir auch schon in diversen Videos, wenn KI-Wissenschaftler hier waren, die erklärt haben, hey, wir benutzen die schon sehr lange, ja, ist nichts Neues. Aber die Art und Weise, mit dem Chat zu interagieren, war dann neu. Wir sind jetzt gerade in den Anfangstagen davon, herauszufinden, wie wir bestmöglich mit KI interagieren. Ich finde das so spannend zu überlegen, was könnte das für mein Unternehmen heißen? Kann ich was dazu lernen? Und testweise damit zu spielen, was man im Unternehmen automatisieren kann. Zwei konkrete Sachen, die ihr jetzt machen könnt. Die meisten von euch wissen es vermutlich, vielleicht wenn nicht. Ihr könnt in einem ganz normalen Chat von ChatGPT mit @ einen eurer GPTs ansteuern, den ihr gespeichert habt. Also wenn ihr euch selber einen kleinen GPT gebaut habt, solltet ihr nicht wissen, was das ist, da ist ein Video dazu, haben wir gemacht, dann könnt ihr diesen GPT mit @ weiß ich nicht, Workshop-Feedback anchatten und dann ist es wie, als wenn ihr die Frage an einen spezialisierten Agent weitergebt. Das zweite ist, ihr macht euch mal einen Testaccount auf Zapier oder Make.com oder weiß ich nicht, einer der Plattformen, wo man mit fast No-Code-Erfahrung was baut und spielt mal damit rum, was, wenn ich in Slack eine Nachricht automatisch an einen Assistant, heißt das dann bei OpenAI, Playground gebe und so weiter. Es ist nicht so schwer, da gibt es tolle Kanäle, die das zeigen. Das sind zwei konkrete Dinge. Und wenn ihr sagt, ich will full-blown reingehen, dann ladet euch Cursor runter, schaut euch den Post auf GitHub an. In Cursor, das ist ein Coding-Tool, könnt ihr fragen, hey, wie geht das? Und Cursor erklärt euch das Schritt für Schritt und plötzlich schreibt ihr selber Code. Das ist eine ziemlich geile Erfahrung. Klappt nicht immer alles sofort, aber man kann sich das Schritt für Schritt erklären lassen und testen, mit wie wenig Aufwand ein Swarm-Agent-Netz gebaut ist. Es ist absurd, was geht. Das ist mein Blick in die Zukunft. Also ich gehe stark davon aus, dass OpenAI das irgendwann einbauen wird und wir dann nicht mehr proaktiv entscheiden müssen. Und dann werdet ihr ein neues Produkt erfüllen. Ich weiß noch nicht, wie es aussieht. Ist eine Chat-App oder was auch immer, mit dem wir interagieren. Denn es wird vermutlich nicht dabei bleiben, dass wir Sachen eintippen oder nur sagen, sondern die KI wird sehen, wo wir gerade sind. Und wir werden sagen, ey, wie kriege ich das gelöst? Und die Agents erkennen im Hintergrund auch eigenständig, wo bin ich gerade, was brauche ich gerade? Pretty crazy. Was ist denn eigentlich noch mein Job, den ich hier habe? Weiß ich nicht. Egal. Also solange ihr hier subscribt und dranbleibt und kommentiert, dann habe ich auf jeden Fall noch was zu tun, denn dass wir hier interagieren, ist absolut nicht KI, sondern echt menschlich, zwischenmenschlich wichtig. Insofern abonniert den Kanal,
schaltet die Benachrichtigung ein, kommentiert fleißig runter und ich gehe jetzt mal drüber nachdenken, was mein Job eigentlich noch ist in der Zukunft.